Hallo und herzlich willkommen zu einem Infovideo. Heute reden wir über die Royal Rumble Gewinner von Royal Rumble 1, also 1988 bis 2013. Also, bis gleich. So, da wäre ich auch wieder und ja, wie geplant mache ich jetzt die Royal Rumble Gewinner, weil Royal Rumble 2014 ist es auch nicht mehr weit. So, fangen wir an. Also, Royal Rumble 1988 hat gewonnen Big Jim Duggan, Startnummer 13. Ja, das war, also muss ich mich erstmal reinkommen. Das ist ja noch WWE Friction, also WWF. Ja, und ja, ich gucke zurzeit nur WWE. WWF gibt es nicht mehr. Ja, Royal Rumble 1998. Big John Studd. 27. Rumble 1990 Hulk Hogan und 91 Hulk Hogan. Startnummer 1990 25, 91, 24. Rumble 92 Rick the Nacho Boy Flair. Startnummer 3. Rumble 93 Yokozuna. Startnummer 27. Wo sind wir jetzt? Hier. Royal Rumble 94. Bret Hart und Lex Luger 27 und 23. Bret Hart 27, Lex Luger 23. Und also sie wurden, wie gesagt, beide, also sie haben sich beide rausgeschmissen. Also der eine haut den anderen am Kopf, der andere zieht ihn raus. Also auch raus. Und ja, damit wurden beide entschieden. Royal Rumble 95, Shawn Michaels, Startnummer 1, hat sich noch mit einem Bein hochgezogen. Uah, ach, das war mal gerade mein Bein, ey. Hat's geknackt, habt davon gehört, ne? Ja, hat er sich dann so hochgezogen. Und ja, den anderen eliminiert. Royal Rumble 96, Shawn Michaels. Schon wieder. Royal Rumble 97 Steve, Stone Cold Steve Austin und 98 auch Stone Cold Steve Austin. Startnummer 6, 7, 9, durcheinander. Startnummer, hier sehen Sie es, 5, 24. Ja, Rumble 2000. Oh, das ist 99. Ja, Rumble 99. Vince Kennedy. McMahon. Start Nummer 2. Rumble 2000. The Great One, The Rock. Start Nummer 24. Rumble 2001. Stone Cold Steve Austin. Start Nummer 27. Rumble 2002, also 2002, The Game Triple H mit 22. Royal Rumble 03, 2003, Brock Lesnar. Startnummer 29, Royal Rumble 04, also 2004. Chris Benoit ist leider tot, gestorben. Ja, Royal Rumble 2005, The Animal Bautista. Chris Benoit 1, Batista 28. Royal Rumble 2006 hat gewonnen Rey Mysterio mit der Startnummer 2. Wo waren wir 2007? Royal Rumble 2007, The Undertaker, Startnummer 30. Royal Rumble 2008, oh Gott, ich wusste, dass das kommt. John Cena, Startnummer 30.
Royal Rumble 2009, Randy Orton statt Nummer 8. Hey, das ist ja mein Geburtstag, was jetzt kommt. 31. Januar 2010, da wurde ich gerade mal 10. Nee, Quatsch. Royal Rumble 2010, Edge 29, eliminierte John Cena. Royal Rumble 2011, Alberto Del Rio 38, eliminierte Santino. Royal Rumble 2012, Sheamus eliminierte Chris Jericho, also Sheamus 22, Startnummer Del Rio 38. Royal Rumble 2013, John Cena eliminierte Ryback. Also Triple H eliminierte Kurt Angle, Brock Lesnar eliminierte Triple H, Benoit, den Big Show, Batista, ich glaube das war Ray den Orton, The Undertaker, Shawn Michaels, Shawn Cena, den Triple H, Randy Orton, Triple H und den Rest habe ich schon erzählt. Also wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, wenn nicht, Daumen runter, abonnieren, kommentieren. Ciao.